representing the United States of America, Katie Sohn. On G, representing Sweden, welcome, Isabel Johansson. On position number F, representing Slovenia, Claudia Jarovsek. On position number E, representing France, welcome, Judith Gomez. On position number D, for the Ukraine, Kristina Ostapenko, welcome. On position number C, the best scoring women in the preliminaries, Julia Petrovska, representing Poland. On position number B, for Serbia, Aleksandra Havran. And on position number A, Isabel Dudek, representing Poland. Welcome all the eight ladies. Und damit auch wieder ein herzliches Willkommen hier aus der Kommentatorenkabine. Mein Name ist Marco Hilger. Und mit Spannung erwarten wir das letzte Finale des heutigen Tages im Rahmen des H&N Cups 2024. Es steht auf dem Programm das Finale Luftgewehr der Damen. Eben bereits angesprochen, acht Schützinnen haben sich für das Finale qualifiziert. Julia Piotrowska aus Polen mit dem genau gleichen Ergebnis wie ihr zuvor ins Finale als Position 1 eingezogener Mitstreiter mit 632,3 Ringen. Isabella Dudek, ebenfalls Polin, mit 631,9 Ringen, 14. dahinter auf Platz 2. 630,1 für die drittplatzierte Französin Judith Gomez. Und als Achtplatzierte, so viel sei noch gesagt, 628,8 Ringe. Tobi hat es im Sportstudio gerade schon angesprochen. Aleksandra Havran, die noch gerade so ins Finale eingezogen ist und damit aber auch leider den Platz vor Sarah Lechner in Anspruch genommen hat, die mit 628,4 Ringen nur um 0,4 das Finale leider verpasst hat. Sarah Lechner, 628,4, 0,4 hinter den Finalplätzen. Das wäre der Wunsch gewesen, hier ins Finale einzuziehen. Die acht Schützinnen, die wir jetzt am Start sehen, die sind im Finale vertreten und es wird wieder auf Null gestellt. Wir beginnen also alle bei Null, beziehungsweise die Schützinnen beginnen alle bei Null und alle haben wieder die gleiche Chance, die gleiche Möglichkeit, hier die Medaillen zu gewinnen. 632,3 ist natürlich auch im Bereich der Damen Weltspitze. 630, ich sagte es vorhin im Männerfinale, ungefähr so die Schallmauer, die es zu durchbrechen muss oder die es zu durchbrechen gilt. Die Mauer muss weg, kann man sozusagen festhalten. Hier die Schallmauer 630,0. Acht Schützinnen im Finale. Es erwarten uns zwei Serien A5 Schuss. 4:10 stehen dafür zur Verfügung. 4:10 für jede dieser zwei Serien. Nach 10 Schuss werden dann Einzelschüsse abgegeben und nach jeweils 2 Schüssen wird eine Entscheidung feststehen, nämlich nach dem 12. der 8. Platz, nach dem 14. der 7. und so weiter bis zum Schluss, wie eben auch und wie den ganzen Tag schon im Pistolenfinale und auch eben im
Gewehrfinale der Männer. Bis zum Schluss nur noch zwei Schützen am Stand stehen, die dann eben um Gold und Silber kämpfen. Alexandra Havran im Bild, die Achtplatzierte nach dem Vorkampf aus Serbien, ist 19 Jahre alt, 629,8 Ringe ihr Vorkampfergebnis und auch international war sie schon vertreten. Bei Weltmeisterschaften hat sie eine Silbermedaille erreichen können mit dem Luftgewehr im Mixed-Team-Wettbewerb. In der Juniorenklasse 2022 war das in Kairo. Eine Minute Probeschießen steht den Schützinnen noch zur Verfügung. Und dann gehen wir wieder in die Halle zur Vorstellung durch den Hallensprecher, durch Ralf Horneber. Während wir hier noch Alexandra Havran mit ihren letzten Probeschüssen beobachten können. Judith Gomez, die Französin, hier im Bild, Drittplatzierte nach dem Vorkampf, 630,1 Ring hat sie erzielt. Die Stände sind nach dem Vorkampf dann übrigens wieder ausgelost worden. Früher war es so, wir haben diese Situation schon mal gehabt, dass die Stände ausgelost waren. Dann gab es eine Zeit, da wusste jeder, wie beim Schwimmen, in der Mitte stehen die Besten und dann reihen sich die Nachplatzierten rechts und links jeweils auf. Jetzt ist es wieder so, dass die Stände ausgelost werden. Die Stände haben also nichts mit dem Vorkampfergebnis zu tun. Und somit geben wir jetzt nach der Probe in die Halle zur Vorstellung der Schützinnen. We start as usual from the right hand side. The camera is on position number 8 now. We have a young shooter there. She's 20 years old. She was world champion with the juniors already. She's representing the United States. Für die Vereinigten Staaten von Amerika, eine junge Schützin, 20 Jahre alt, die bereits Junioren-Weltmeisterin war. So we welcome for the USA, Katie Sohn on age. On position number G, we have a shooter who has position number 63 in the world, 24 years old. She has already won a World Cup Bronze, bereits eine Weltcup-Bronzemedaille, hat die Schützin auf G gewonnen, sie ist 24 Jahre alt und die Nummer 63 der Weltrangliste. She's competing for Sweden. Welcome, Isabel Johansson on G. On position number F, we have a gold medalist of a World Cup in Kairo. Die Schützin auf Stand F hat auch bereits eine Weltcup in Kairo gewonnen. Sie bestreitet ihren Wettkampf für Slowenien. For Slovenia, welcome Claudia Jarovsek on F. 25-year-old is the shooter on E. She has won a Junior World Cup in Seoul. She was run-up there. She's competing for France. Eine zweiten Platz beim Junior-Weltcup in Seoul hat sie bereits gewonnen. 25 Jahre alt ist sie auf E für Frankreich. Welcome, Judith Gomez on E. On position number D, is a very young shooter. She has taken part in European Championships already. Die jüngste hier im Feld, die steht auf Stand D, 18 Jahre alt, bereits EM-Teilnehmerin war sie. Sie startet für die Ukraine. For the Ukraine, welcome Christina Ostapenko on D. Ja, dann haben wir die, die die besten Qualification geschossen hat, 632,3, ich habe es bereits gesagt. Zwei Goldmedaillen bereits auf DM, 22 Jahre alt. The shooter on C has the best today with a 632.3. I've already said that. She's 22 years old and she has already won two European gold medals. She's competing for Poland. Welcome, Julia Petrovska on C. 19 years old is the shooter on D. She qualified with 8th place to this competition. She has already won
3 Silver Medals in the Junior World Championships, bereits 3 Silbermedaillen bei den Junioren. Weltmeisterschaften hat sie gewonnen, 19 Jahre alt. Representing Serbia, welcome Alexandra Havranon B. And last not but least, the second of this qualification round with 631.9. She's the number 59 in the world. Die Nummer 59 der Welt hat heute den zweiten Platz in der Qualifikation belegt mit 631.9. On position number A, welcome for Poland, Isabella Dudek, on A, auf A. Take your positions. Vielen Dank, Ralf Horneber, für die Vorstellung der Schützinnen. Ja, wir haben gehört, alles hier mit Rang und Namen. Hier wirklich die kommende Weltspitze vertreten. Und ich habe mich auch noch mal schlau gemacht, habe mit der Jury gesprochen. Es ist also tatsächlich so, dass in der Vorbereitungszone einmal das Gewehrgewicht kontrolliert wird und auch die Überlappung des Überstandes der Jacke. Stellen sich die Jacke vor, die man eben vorne zuknöpft. Es muss eine gewisse Weite erzielt werden mit einem gewissen Druck. Da gibt es eine spezielle Vorrichtung, unsere Jackenpistole sozusagen, die dann die beiden Jackenenden miteinander zuzieht. Und diese Überlappung muss mindestens 7 cm sein. Das heißt, es wird gemessen, dass die Jacke nicht zu eng am Körper anliegt. Und es wird gemessen, ob die Knöpfe nicht weiter weg vom Rand sind als 10 cm. Denn man kann sich vorstellen, je mehr Material ich von der Jacke übereinander lege, desto steifer, desto stabiler wird es natürlich. Und das wird eben auch kontrolliert. Also 7 cm muss es mindestens aufgrund dieser Pistole überlappen. Aber mehr als 10 cm darf die Knopfleiste nicht vom Rand der Jacke entfernt sein. Die eingefleischten Sportschützinnen und Schützen vor den Zuschauergeräten wissen das natürlich, denn derjenige, der hier öfter in Hochbrück an Meisterschaften teilnimmt oder auch in anderen Landesverbänden, da werden diese Kontrollen ebenfalls durchgeführt. Es ist also nichts Neues, aber wir begrüßen auch immer wieder neue Zuschauerinnen und Zuschauer. Und es ist schon zum Teil eine spezielle Sportart, die spezielle Regeln hat. Und auch darauf können wir natürlich hier im Stream etwas näher eingehen. Judith Gomez in der Mitte, die Französin, die den dritten Platz nach dem Vorkampf belegte. Ich habe es eben bereits erwähnt, hier schön im Bild, begutachtet von ihrem Trainer im Hintergrund mit einem verhaltenen Start, einer 10,9 als erstem Schuss. Damit ist sie optimal in diese Runde gestartet. Dann allerdings eine 10,2 und eine jetzt 10,0. Damit kommt sie auf 31,1 Ringe nach 3 Schüssen und findet sich im Mittelfeld wieder. Denn Isabel Johansson, die Schwedin, liegt nach 3 Schüssen in Führung. 32,0 Ringe auf dem Konto der Schwedin. Die Schützinnen können sich die Zeit komplett selbst einteilen. Sie müssen allerdings in den 4 Minuten und 10 alle 5 Schüsse dieser einen Serie abgeben. Und wir haben das im Rahmen der bayerischen und der deutschen Meisterschaften schon des Öfteren gesehen, dass manche ungeübte Schützen und Schützinnen nicht mit dieser Zeit zurechtkamen. Und dann waren am Ende nur 4 Schüsse auf der Anzeige. Andersrum, manche sind so schnell, und das ist eigentlich der Regelfall im Gewehrschießen, dass die Zeit nicht komplett benötigt wird. Auch jetzt
Wieder ist die Zeit nicht voll ausgeschöpft worden. Somit sind alle 8 Finalistinnen schon mit den 5 Schüssen durch. 53,0 Ringe für Isabel Johansson bedeuten für sie die Führung vor Alexandra Havran, der Serbin. 7/10 beträgt der Vorsprung auf die Zweitplatzierte. Julia Piotrowska, die Polin, die Führende nach dem Vorkampf, 52,2, nur 1/10 hinter der Zweitplatzierten. Und Judith Gomez hat ebenfalls nur 1/10 Rückstand auf die Medaillenränge. Sie ringgleich mit Christina Ostapenko, 52,1. Und auch die weiteren Abstände nicht so groß, dass das mit den nächsten Schüssen nicht aufgeholt werden könnte. Isabella Dudek, links im Bild, die Polin, 631,9. Da hätte man dann eigentlich erwarten können, dass sie nicht auf dem 7. Platz nach der ersten Serie sich wiederfindet, sondern weiter vorne. Sie versucht jetzt natürlich mit den nächsten Schüssen Boden gut zu machen und eine bessere Serie hinzulegen als die 51,2 im ersten Durchgang. Jetzt geht es darum, hier aus der gefährlichen Zone, aus den Plätzen 6, 7, 8 herauszukommen. Denn den 8. Platz werden wir bereits nach dem 12. Schuss aus dem Rennen um die Medaillen herausnehmen müssen. Isabella Dudek, links im Bild, jetzt hier Katie Saun im Bild. Auf Position H, die 8 Platzierte nach den ersten 5 Schuss. 20,5 Ringe. Der erste Schuss war eine 9,9, jetzt eine 10,6. Sie etwas abgeschlagen mit mittlerweile 7/10 auf Platz 8. 7/10 Rückstand zum 7. Platz. Julia Piotrowska abgerutscht auf diesen 7. Platz. Ich habe natürlich hier die Einblendung permanent. Das heißt, ich weiß immer, welche Schützin auf welchem Platz ist. Katie Saun, wir sehen es hier, die 8 blinkt auf. Und sie macht jetzt auch den 8. Schuss. In Lima hat sie 2021 mit dem KK-Gewehr den Titel bei der Weltmeisterschaft geholt, im Team mit ihrer Juniorenmannschaft damals, Katie Saun. Und hier Isabel Johansson aus Schweden. 9 Schüsse hat sie bereits abgegeben, 10,3 der aktuelle Schusswert. Und sie liegt in Führung mit 84,4 Ringen nach 8 Schüssen. Die 10,3 kommt noch hinzu, dann hat sie 94,7. Alexandra Havran folgt ihr auf Platz 2. Ja, und es ist so, wie ich auch vorhin mit Tobi im Sportstudio schon besprochen habe, auch wieder vorgekommen, dass eine Schützin ausgelost wurde, die zur Nachkontrolle musste. Und dort wurde dann eben festgestellt, dass die Jacke nicht den Regeln entspricht. Und damit wurde eine Serbin nach dem Wettkampf disqualifiziert, was zur Folge hatte, dass alle anderen Schützinnen 1 nach vorne rutschten. Sie war um den Platz 20 positioniert. Das Ergebnis nach 10 Wettkampfschüssen. 104,8 für Christina Jerovsek und Isabel Johansson. Beide ringgleich auf dem 1. Platz und auch Christina Ostapenko nur 1/10 hinter den beiden Führenden. Das sorgt für Spannung. Das sorgt für Spannung bis zum Schluss, denn hier ist der Abstand so gering, dass mit einem Schuss das Ganze
Ergebnistableau wieder durcheinandergewirbelt werden kann. Alexandra Havran rutscht auf den 4. Platz ab, allerdings auch nur 4 Zehntel ihr Rückstand auf die Medaillenränge. Julia Petrovska, 2 Zehntel hinter dem 4. Platz, befindet sie sich auf Platz 5. Judith Gomez auf Platz 6. Isabella Dudek auf Platz 7. Und 6 Zehntel muss die US-Amerikanerin Katie Sound aufholen. Will sie hier noch im Rennen bleiben? Christina. Entschuldigung, Claudia Jerovschek im Bild links mit einer 10,1 als 11. Schuss. Die Führende mit Isabel Johansson zusammen. Allerdings muss Claudia Jerovschek jetzt den 2. Platz teilen mit Christina Ostapenko, denn ihre 10,1 sorgt dafür, dass Isabel Johansson mit einer 10,4 alleinig die Führung übernimmt nach diesem 11. Schuss. Wir schauen nach unten, Judith Gomez auf dem 7. Platz, Katie Sound auf dem 8. Platz. Judith Gomez rutscht auf diesen 7. Platz ab und muss aufpassen, dass sie mit dem nächsten Schuss nicht von Katie Sound abgefangen wird. 7 Zehntel beträgt hier der Rückstand. Katie Sound, die US-Amerikanerin auf Platz 8. Der nächste Schuss entscheidet, darf sie weiter mitschießen oder muss sie die Sicherheit herstellen und muss hinten bei ihrem Trainer Platz nehmen. Judith Gomez wird sich nach Kräften wehren. 7 Zehntel sind hier die Differenz. 9,9 erneut von Judith Gomez. Allerdings nur eine 10,1. Katie Sound kann diese 9,9 von Judith Gomez nicht ausnutzen, nicht genügend ausnutzen. Und somit verabschieden wir Katie Sound, die US-Amerikanerin mit 123,1 Ringen aus dem Finale hier beim H&N Cup 2024 und sagen herzlichen Glückwunsch. Weite Anreise, Erreichen des Finals, allerdings als Erste ausgeschieden und somit Platz 8. Julia Piotrowska hat sich nach ihren anfänglichen Startschwierigkeiten nach vorne gearbeitet und hat jetzt die Führung übernommen vor Claudia Jerovschek und Isabel Johansson, die wiederum ringgleich sind auf dem 2. Platz, nur 2 Zehntel Differenz zur führenden Julia Piotrowska. Julia Piotrowska hier links im Bild. Mittlerweile hat sich ja auch bei den Cappies etwas getan. Früher durfte man diese Visore, nennen sich die Cappies, nicht auf den Diopter auflegen. Man durfte auch keine Kerbe hineinschneiden, so wie wir es bei Julia Piotrowska sehen. Das musste gerade sein, so wie bei Claudia Jerovschek. Und es durfte nicht aufliegen, da wurde auch akribisch drauf geachtet. Mittlerweile ist das erlaubt, weil man sagt, man hat hierdurch keinen expliziten Vorteil. 135,8 für Isabel Johansson, die sich damit wieder in die führende Position bringt. Claudia Jerovschek mit einer 10,4, 1 Zehntel hinter der führenden Schwedin. Julia Piotrowska mit ihrer 10,0. Früher hat man gesagt, eigentlich ein guter Schuss. 10,0 ist alles okay. Aber seitdem es eben auf Zehntel geht, ist das nicht mehr der Fall. Hier müssen schon hohe Zehntelwerte erzielt werden. 10,5 aufwärts am besten, damit man genügend Ringe und ein gutes Resultat erzielt. 10,5 für Isabel Johansson, wir sehen es, und damit übernimmt sie wieder die Führung. Isabella Dudek mit ihrer 10,8 kann sie nach vorne klettern auf den 3. Platz, überholt ihre Landsmännin. Alexandra Havran auf dem 5. Platz, Christina Ostapenko auf dem 6., die Ukrainerin, vor der Französin mit 1,1 Ringen. Und dieser Abstand bleibt auch. 1,1 Ringe Rückstand für Judith Gomez, die Französin, die nun herausgenommen wird.
die bei ihrem Trainer Platz nehmen muss und nach diesem Finale den 7. Platz belegt. Isabella Dudek in diesem Durchgang mit einer 10,0 und so wie ich es eben schon gesagt habe, für Julia Piotrowska gilt das Gleiche natürlich auch für Isabella Dudek, 10,0. Damit verliert sie Boden auf die nun vor ihr liegenden Schützinnen und sie rutscht auf den 6. Platz ab. Und es bleibt abzuwarten, ob sie jetzt wieder höhere Zehntel erzielt. Für alle die, die neu beim Schießen dabei sind, für alle die, die sich beim Schießen nicht so auskennen, je näher ich das Geschoss in die Mitte der Zielscheibe platzieren kann, desto höher wird der Wert. Eine 10,0 bedeutet, der Punkt in der Mitte, der gerade mal 0,5 mm groß ist, ist gerade so angerissen. Und ein Schuss, der optimal in der Mitte ist, das ist dann eine 10,9. So wie wir es hier bei Isabel Johansen sehen, als hätte ich es gerade bei ihr bestellt. 10,7, nur wenig schlechter der Schuss hier von Claudia Jerovschik. Isabella Dudek rutscht mit der 10,2 bzw. bleibt auf dem 6. Platz, kann sich nicht verbessern. Die beiden Polinnen jetzt auf Platz 5 und 6. Julia Piotrowska ebenfalls eine 10,2, 10,4 für Alexandra Havran. Kristina Ostapenko aus der Ukraine kann mit ihrer 10,8 nach vorne klettern auf den Bronzemedaillenplatz. Claudia Jerovschek auf dem Silbermedaillenplatz und in Führung liegend Isabel Johansson. Jetzt geht es drum um den 6. Platz. Isabella Dudek 10,6 und ebenfalls eine 10,6 von Julia Piotrowska. Somit bleibt natürlich auch der Abstand gleich. Und wir müssen uns von Isabella Dudek verabschieden. 6 Zehntel die Differenz zu ihrer Landsfrau, zu ihrer Kollegin Julia Piotrowska. Herzlichen Glückwunsch zum 6. Platz, Isabella Dudek. 1 Zehntel beträgt nun die Differenz zwischen Julia Piotrowska und der Serbin Alexandra Havran, die wiederum 5 Zehntel Rückstand hat auf die Medaillenränge Bronze. Kristina Ostapenko momentan 2 Zehntel hinter Claudia Jerovschek und Isabella Johansson ebenfalls nur 2 Ringe Vorsprung vor der Slowenin. 2 weitere Schüsse und wir werden sehen, wer den 5. Platz belegen wird. 5 Schützinnen noch am Start. Claudia Jerovschek im linken Bild und die führende Isabel Johansson im rechten Bild. Isabel Johansson, Weltranglistenplatz 63 hat sie inne. Die führende hier jetzt in diesem Finale. Beim Weltcup hat sie teilgenommen und eine Bronzemedaille. Bei ISSF Grand Prix hat sie teilgenommen. Eine goldene und zwei bronzene sind ihre Bilanz. Und auch bei der Europameisterschaft hat sie schon teilgenommen und eine Silbermedaille gewinnen können. Isabella Johansson, die mit ihrer 10,2 nun abrutscht auf den 3. Platz, weil Kristina Ostapenko und Claudia Jerovschek eine 10,8 bzw. eine 10,6 schießen und sich nun wieder ringgleich auf Platz 1 befinden. Hier ist also tatsächlich ein Positionswechsel nach jedem Schuss zu verzeichnen. Julia Piotrowska auf dem 4. Platz kann nach vorne klettern. Mit ihrer 10,8 hat sie Alexandra Havran überholt, die mit einer 10,2 nun auf dem 5. Platz liegt und darum kämpft, jetzt noch Julia Piotrowska wieder zu überholen. 5 Zehntel die Differenz.
Julia Piotrowska mit einer 10,5 und das wird nicht möglich sein. So wie vorhin im Männerfinale, eine 11 gibt es nicht und eine 9,9 reicht eben auch nicht aus. Damit verabschieden wir uns von Alexandra Havran. Mit 1,1 Ringen Rückstand scheidet sie nun aus diesem Finale aus. Damit bleibt die Führende zumindest mal nach dem Vorkampf hier noch im Finale am Stand. Julia Piotrowska, 0,6 Ringe. Der Rückstand auf die beiden Zweitplatzierten, nämlich Claudia Jerovschek und Isabel Johansson. Die wiederum nur 2/10 Rückstand auf die Führende, auf die neue Führende, Christina Ostapenko haben. Die Ukrainerin übernimmt die Führung nach diesem Durchgang mit 21,6 und 21,5 in den letzten beiden Durchgängen. Hat sie hoch punkten können und hat sich diese Führung erobert. Einen Platz vergeben wir noch, der ohne Medaillen ausgestattet nach Hause gehen muss, beziehungsweise morgen nochmals in dieses Geschehen hier eingreifen kann. Vielleicht läuft es dann besser. Julia Piotrowska momentan auf diesem 4. Platz. 6/10 mit 2 Schüssen müssen überbrückt werden. 10,8 für Claudia Jerovschek, die nun wieder die Führung übernimmt. Und Sie sehen, wie knapp die Abstände sind. 199,6. Claudia Jerovschek, 10,8. Isabel Johansson, 10,6. Und damit sind jetzt Isabel Johansson und Christina Ostapenko wieder ringgleich mit 199,4. Ein spannendes, ein packendes Finale. 6/10 weiterhin der Rückstand von Julia Piotrowska auf die rettenden Plätze, auf den Bronzemedaillenplatz. Der nächste Schuss ist entscheidend über Platz 4 oder den Verbleib im Kampf um die Medaillen. Ja, da könnte man auch fast gleich Lotto spielen. Hier so spannend geht es einher. Es sind hier nur noch wenige Minuten bis zur finalen Entscheidung. 10,7, 10,4 und das hat zur Folge, da kam die Einblendung etwas früh, 0,3 Ringe, Julia Piotrowska. 0,3 Ringe sind es letztendlich, die dazu führen, dass Julia Piotrowska, die Führende nach dem Vorkampf, nun ohne Medaille bei ihrem Trainer Platz nehmen muss. Sie also die Viertplatzierte nach diesem Finale im Rahmen des H&N Cups. Vielleicht sehen wir sie morgen wieder, vielleicht läuft es dann besser. Drauf hat sie es auf jeden Fall. Sie kann hier auch den Sieg mit nach Hause nehmen. Vielleicht klappt es ja schon morgen. Julia Piotrowska, herzlichen Glückwunsch zum 4. Platz. Es verbleiben Claudia Jerovschek, Isabel Johansson und Christina Ostapenko, Slowenien, Schweden, Ukraine. Insgesamt 6/10 nur die Differenz zwischen Platz 1 und Platz 3. Eingeblendet Isabel Johansson, Weltranglistenplatz 63. Claudia Jerovschek, Weltcup Gold hat sie gewonnen 2022 in Kairo mit dem KK-Gewehr. Und Christina Ostapenko ebenfalls noch im Kampf um die Medaille. 10,0 für Claudia Jerovschek und Isabel Johansson eine 10,4 und Christina Ostapenko nur eine 9,9. 1/10 weniger als Claudia Jerovschek, aber so kann Christina Ostapenko natürlich nicht aufholen. Jetzt sind es 7/10 auf die jetzt beiden Führenden, nämlich Claudia natürlich, Claudia Jerovschek und Isabel Johansson. Meine Güte, ist das spannend. Ringgleiche Führung für Claudia Jerovschek und Isabel Johansson.
Und jetzt geht es darum, Christina Ostapenko, 7/10 sind es. Die Schützin, die schon an Weltmeisterschaften, an Europameisterschaften teilgenommen hat. Weltranglistenplatz 78, 629,3. Jetzt schießt sie eine 10,6 und Isabel Johansson eine 9,6. Das ist genau ein Ringdifferenz. Das reicht für Christina Ostapenko, um an Isabel Johansson vorbeizuziehen. Die 9,6 im letzten Schuss, das war hier ausschlaggebend. Das schießt sie nicht alle Tage und sie ärgert sich auch. Da spielt natürlich eine gewisse Portion Nervosität mit, die dann dazu führt, dass hier eine 9,6 auf dem Monitor angezeigt wird. Sichtlich enttäuscht nimmt sie Platz bei ihrem Trainer. 3/10 die Differenz nach diesem für sie entscheidenden Schuss. 9,6 für Isabel Johansson. Es verbleiben Christina Ostapenko und Claudia Jaroszek im Rennen. 8/10 trennen die beiden. In circa 2 Minuten werden wir wissen, wer hier Gold und Silber gewinnt. Und trotzdem nochmal, während sie sich hier noch die Hose öffnet und auch die Jacke aufmacht, nochmal einen herzlichen Glückwunsch an Isabel Johansson. Die Bronzemedaille geht nach Schweden. Christina Ostapenko links im Bild und Claudia Jaroszek. 8/10 Differenz. 10,7. Was macht Claudia Jaroszek, die Führende? Eine 9,8. Das sind genau 9/10. Damit übernimmt Christina Ostapenko jetzt mit 1/10 die Führung vor Claudia Jaroszek. Ja, was ist denn hier los? Das ist ja der Wahnsinn. 1/10 vor dem letzten Schuss. Positionswechsel vor diesem letzten Schuss. Zum x-ten Mal in diesem Finale. Ein Pferderennen könnte nicht spannender sein. Das ist der Wahnsinn, was hier in diesem Finale passiert. 1/10 vor dem alles entscheidenden Schuss um Gold und Silber. Stellen Sie sich das vor in einem Olympiafinale. Stellen Sie sich das vor, was in diesen beiden Damen vorgeht. Jetzt heißt es Ruhe finden, Technik umsetzen, Schuss ins Zentrum setzen. Wer gibt den ersten Schuss ab? 10,5 für Christina Ostapenko. Was macht Claudia Jaroszek? Eine 9,9. 2 Neuner hintereinander. Da bleibt sie lange nach dem Schuss im Anschlag. 1/10 war die Differenz. Jetzt sind es 7/10. Fast ein Ringdifferenz durch die letzten beiden Schüsse. Die Differenz aufgebaut und Christina Ostapenko aus der Ukraine gewinnt hier die Goldmedaille im Rahmen des H&N Cups 2024 mit dem Luftgewehr in der Damenklasse. 2024 natürlich. Christina Ostapenko vor Claudia Jaroszek. Jetzt können alle drei schon wieder lächeln. Und auch Isabel Johansson, die Schwedin, auf dem Bild als Drittplatzierte, kann wieder lächeln, holt sich hier die Bronzemedaille. Wahnsinn, was das für ein Finale zum Abschluss dieses ersten Tages war. Spannung pur, Positionswechsel pur, das ist Schießsport at its best. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie noch darauf hinweisen,